Endlich ein eigenes Zuhause. Flüchtlinge haben es da schwerer als andere Menschen, eine eigene Wohnung zu finden. Im Jahr 2015 blieben etwa 75.000 Flüchtlinge in Hessen. Nach der Schließung der Balkanroute und Zuspitzung der politischen Lage verringerten sich dann die Zuströme. Im Jahr 2017 waren es dann noch rund 11.000 Flüchtlinge in Hessen. Sogenannte Erstaufnahmestellen dienen als vorübergehende Herberge. Wenig Privatsphäre und Leben auf engstem Raum. Doch aufgrund der Überbelastung des Landes, der Kommunen und Ämter dauerte es bis zu 2 Jahre, bis Flüchtlinge diese überfüllten Unterkünfte verlassen konnten. Manche Kommunen mieten jedoch Wohnungen an. Wenn das nicht der Fall ist, beginnt die Wohnungssuche. Wir haben uns auf die Suche gemacht. Uns hat interessiert, welche Projekte es in oder um Darmstadt herum gibt, die Flüchtlinge bei der Wohnungssuche oder auch der Wohnungsvermittlung unterstützen. Viele gibt es da jedoch nicht. Nach einigen Recherchen sind wir auf ein Projekt im Kreis Groß-Gerau gestoßen, das in Kooperation mit der Neuen Wohnraumhilfe und der Agentur für Online-Kommunikation Quäntchen und Glück entstanden ist. Vitamin B, wie Beziehungen. Beziehungen sind auf dem Wohnungsmarkt wichtig, denn viele Wohnungen werden unter der Hand vergeben. Wohnungslose und geflüchtete Menschen haben oft keinen Zugang zu den Netzwerken. Gleichzeitig möchte man mit dem Projekt die Wohnraumakquise für wohnungslose und geflüchtete Menschen ermöglichen und Barrieren sowie Vorurteile auf Seiten der Mieter und Vermieter abbauen. Jannik Popelka von Vitamin B erzählt, auf welche Probleme Geflüchtete bei der Wohnungssuche stoßen und was die größten Herausforderungen sind. Ich denke, die größte Herausforderung für Geflüchtete ist zunächst die Sprachbarriere. Aber dann auch solche Dinge wie funktioniert der Wohnungsmarkt, wie verhalte ich mich bei Besichtigungen, Dinge, die für Menschen, die hier groß geworden sind, Selbstverständlichkeiten sind, die aber für viele, die hier ankommen, eben nicht selbstverständlich sind und die eben erst erlernt werden müssen. Und für uns ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, vom Mieter davon zu überzeugen, nicht einen von den 100 Bewerbern nehmen, die einen festen Job haben, sondern jemand einziehen lassen, der eben es noch nötiger hat. Besonders wichtig, das Team um Vitamin B begleitet Mieter und Vermieter individuell auch nach Vertragsunterschrift und steht ihnen beratend zur Seite, sagt Leonore Mankau von der Neuen Wohnraumhilfe. Wir begleiten Wohnverhältnisse ganz individuell weiter. Das heißt, wenn wir bei einer Vermittlung beteiligt waren und den Vermieter, die Vermieterin und eben auch die NeumieterInnen begleitet haben, dann sind wir auch im Nachhinein noch Ansprechpartner. Wenn dann zum Beispiel es Verzögerungen in der Miete gibt und der Vermieter uns anruft und fragt, wo bleibt denn hier mein Geld, ist es noch nicht da, dann versuchen wir mit allen Parteien zu sprechen, zu gucken, wo die Ursache liegt und sorgen dann dafür, dass die Miete schnell überwiesen wird. Auch wenn irgendwie ja, die Familie, die dort in die Wohnung eingezogen ist, Schwierigkeiten hat, irgendwelche Reparaturen anstehen und sie nicht so genau wissen, was eigentlich jetzt gemacht werden muss, dann können wir auch dort den Kontakt herstellen, beraten die Familie und sprechen gegebenenfalls auch mit dem Vermieter oder der Vermieterin und sorgen eben dafür, dass dieses Mietverhältnis positiv bleibt, dass alle zufrieden sind und auch wirklich ja, dieses Mietverhältnis angenehm fortgeführt werden kann. Vitamin B ist ein neues Projekt. Das gibt es nämlich erst seit 2 Monaten. Und trotzdem konnten bereits 5 Wohnungen erfolgreich vermittelt werden. Ja, also es ist natürlich auch immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn man bei der Wohnungssuche dann auf Vermieter und Vermieterinnen trifft, die sehr begeistert sind und gerne auch an Wohnungslose oder Geflüchtete vermieten möchten. Wir haben dabei eine Vermieterin getroffen, die ein sehr großes Haus hat, sich auch generell sehr für Flüchtlinge einsetzt und gesagt hat, in Ordnung, ich baue mein Haus jetzt um. Ich möchte jemandem die Chance geben, in die eigene Wohnung reinzukommen. Und daraufhin hat sie wirklich komplett ihr Haus umgebaut, die untere Etage zu einem schönen Wohnraum umgebaut und hat dann auch einen Mieter gefunden, eine
einen jungen Mann, der dort eingezogen ist. Und sie sagt, sie freut sich sehr über dieses gemeinsame Wohnen auch. Natürlich hat jeder seine eigene Wohnung, aber sie sind gute Nachbarn. Es ist ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis entstanden. Und sie freut sich auch, wenn sie dann im Urlaub ist und von ihm ein Foto geschickt bekommt mit der Katze auf dem Sofa. Ja, das ist für sie auf jeden Fall eine ganz besondere Nachbarschaft geworden. Und sie fühlt sich damit sehr wohl. Ja. Und natürlich für die Mieter und Mieterinnen ist es auch immer schön, dann in die eigene Wohnung reinzukommen. Wir haben auch mit einer Familie gesprochen, einer vierköpfigen Familie, die durch glücklichen Zufall die eigene Wohnung gefunden hat, dort jetzt wohnt und auch einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Sie können in Ruhe ihre Ausbildung machen, haben Möglichkeiten zu kochen und also wirklich selber am Herzen stehen und für die eigene Familie was zu kochen, was sehr, sehr gewertschätzt wird von dieser Familie. Und das ist auch immer schön, diese Erfolgsgeschichten dann zu hören. Issa Kadura ist Flüchtling und 24 Jahre alt. Er kommt aus Syrien und sucht verzweifelt nach einer Wohnung hier. Issa kam mit seiner Frau nach Deutschland, weil er sich in seinem Heimatland nicht mehr sicher gefühlt hat. Der Terror, der Krieg, er lebte in permanenter Angst. Für ihn gab es keine Zukunft mehr in Syrien. Nun hofft er auf ein besseres Leben, Sicherheit und Stabilität. Zurzeit wohne ich in Griesheim in einer Flüchtlingsunterkunft mit vielen anderen Personen und Familien zusammen. Wir sind sehr dankbar, hier leben zu dürfen, doch trotzdem ist das alles neu für uns und es gibt viele Probleme. Hier leben viele Menschen auf engstem Raum zusammen, Menschen, die aus den verschiedensten Kulturen kommen. Es ist schwer, sich zu Hause zu fühlen. So ein Gefühl habe ich noch nicht. Wir machen uns ständig Gedanken, vor allem über die Zukunft und wie es mit uns weitergeht. Es ist alles sehr instabil und unbeständig. Mittlerweile ist die Wohngruppe für uns kein stabiles Umfeld mehr. Vor allem, wenn ich an eine Ausbildung, Arbeit oder generell unsere Zukunft denke. Diese Probleme belasten uns sehr und wir halten es kaum noch aus. Issa möchte endlich ein Zuhause für sich und seine Frau finden. Doch das ist gar nicht so einfach. Er hat mit Vorurteilen zu kämpfen. An einen Flüchtling will man seine Wohnung dann doch nicht vermieten. Seine derzeitige Wohnsituation bietet keinerlei Perspektive für ihn und seine Frau, sagt er. Wir haben kein richtiges Zuhause. Ich finde einfach keine Wohnung für meine Frau und mich. Entweder sind die Wohnungen viel zu teuer oder die Vermieter akzeptieren uns nicht, weil wir Flüchtlinge sind. Die Tatsache, dass wir Flüchtlinge sind, wird uns immer im Weg stehen. Ich hoffe einfach, dass wir hier in Deutschland auch Rechte haben werden und man uns als normale Menschen akzeptieren wird. Ich wünsche mir so sehr, dass uns geholfen wird, ein neues Zuhause zu finden, eine eigene Wohnung für meine Frau und mich. Ich habe viele Leute gefragt und habe mit vielen Leuten gesprochen, aber bis jetzt konnte mir noch niemand helfen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass meine Frau und ich eine Wohnung finden werden. Wir wollen doch nur unser altes Leben wieder fortsetzen und endlich ankommen. Die Wohnungssuche in Ballungsgebieten ist oft eine Geduldsprobe. Selbst deutsche Staatsbürger sind gezwungen, Monate im Voraus zu planen. Und auch dann sind die Erfolgsaussichten aufgrund der anhaltenden Wohnungsknappheit sehr gering. Erschwert wird dies auch durch das Versäumnis der Politik, in den letzten Jahren den sozialen Wohnungsbau zu unterstützen. Geringverdiener haben daher noch weniger Chancen. Betrachtet man nun die Situation von Geflüchteten, erscheint der Kreis des Machbaren verschwindend gering. Projekte, Beratungsstellen und motivierende Ehrenamtliche versuchen, mehr Raum und Möglichkeiten zu schaffen, Vorurteile auszuräumen und Menschen zusammenzuführen. Sie entlasten Städte und Kommunen, die während des hohen Flüchtlingsstroms in den letzten 3 Jahren mit Überlastungen zu kämpfen hatten. Viele Erstunterkünfte werden bereits wieder geschlossen oder anderweitig genutzt. Vorurteile und die Kommunikationsbarriere sind auch weiterhin bestehende Hindernisse bei der Wohnungssuche für geflüchtete Menschen.
Im Grundgesetz steht, niemand darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt werden.